Jo Leute, was geht ab bei euch? Mein Name ist Philipp von Enkast Gaming und heute mit einem etwas anderen Video zu meinem YouTube Adventskalender nehme ich heute mal ein Unboxing von etwas Bestimmtem. Ihr werdet gleich erfahren, was es ist und hier außenrum seht ihr noch irgendwie Müll. Ich benutze jetzt heute mal meine Kamera, ist ein bisschen blöd ausgebelichtet, weil da irgendwie nur so eine Lampe drauf scheint. Aber ich hoffe, das geht trotzdem und es muss trotzdem gehen. Und das ganze Paket kommt vom eSport Shop. Hier ist meine Adresse abgedeckt. Hier eSport Shop steht hier und ja, ihr könnt euch schon denken, was es ist. Ich habe das schon aufgeschnitten, dass ich das nicht nochmal machen muss. Ich pack's einfach mal auf und wir sehen CSGO ganz groß drauf. Ich habe selber noch nicht ausgepackt. Wow, die Dinger sind cool. Und ja, hier ist sie, die Maus. Ich pack das einfach mal auf die Seite, das da auch mal so. Hier liegt auch überall Müll. Und ja, hier ist die Maus. Ich packe die einfach mal hier aus dem Plastik aus. Ah. So. So. So, auch mal auf dem Boden. Hier ist sie. Die SteelSeries Rival 300 CSGO Official Produkt mit der Hyper Beast Edition. Hier seht ihr es. Oh, ich bin gegen das Mikro, gegen die Kamera gekommen. Hier mal von hinten. Ist ein bisschen dunkel. Ja, aber wir packen sie jetzt einfach mal hier so komplett aus. Sehr schöne Verpackung. Jetzt brauche ich eine Schere. Hier, also meine tolle, komische Schere da. So, dann machen wir die mal auf. Ich hoffe, ihr kennt alles und es hört sich auch ganz okay, hoffentlich auch gut an. Weil ich benutze es heute mal nicht mal Mikro, sondern meine Kamera. Mein Kameramikro-Dings da. Und, jo. So, hä? Achso. Kann es zum Rausschieben wahrscheinlich und dann ist hinten auch noch zu. Mann. So. Die ist nicht so gut, die Schere. Merkt man vielleicht. Kommt hier natürlich ein Kleber durch hier. So. Oh, jetzt kommt da ein Buch runter, auch cool. Ja, ich komme hier gerade irgendwie nicht. Hey. Hoppala. Ja, passt. Easy. Dann haben wir hier mal so eine Hülle. Die legen wir mal irgendwie hier so hin. So. Und dann haben wir hier so ein schwarzes Paket. Und die Schere mal wieder auf die Seite. So, dann haben wir hier erstmal eine Anleitung hier. Ja, extreme Anleitung. Ho, wie macht man das wohl? Wie steckt meine Maus an? Ist nicht einfach. Und dann muss ich mir das runterladen. Okay, das mache ich. Dann so ein Ding dran und hier ist sie. Fokus. 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 Jetzt. So, ich hole sie einfach mal raus. Die ist arschekalt. Die ist extrem kalt. Und das ist sie. Ich mache mal hier das Licht an. An der Kamera. Oh, das sieht auch ganz schön bescheuert aus. Ja, ich halte sie mal ein bisschen mehr ins Licht. Hier ist sie, die SteelSeries. Sieht richtig geil aus, auch hier mit dem CSGO. Hier steht CSGO, das kennt ihr jetzt nicht so gut wegen dem Licht. Doch hier könntet ihr es erkennen. Und das leuchtet hier alles. Die liegt auch richtig geil in der Hand. Jetzt machen wir sie mal am PC und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo Leute, jetzt bin ich wieder hier an meinem Schreibtisch. Zurück von dem Unboxing und jetzt gehen wir mal an die Installation oder besser gesagt an die Verfeinerung. Wir haben jetzt hier das Ganze mal runtergeladen, die ganze, wie heißt es, die ganzen Treiber und wir haben uns jetzt mal, ich habe mich schon ein bisschen umgeguckt und man hat hier echt extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Man kann hier nicht nur CSGO, sondern auch Dota 2, das ist jetzt hier von mir eingeblendet, oder seht ihr nicht, Dota 2 und noch Minecraft kann man auch noch einstellen. Da ist nämlich Spezial dran, zum Beispiel hier unten seht ihr, das leuchtet dann weiß bei der Blendgranate. Ich schalte es mal zur zweiten Kamera, hier seht ihr es, das hier leuchtet dann nicht mehr so in einem Orangeton, sondern in einem Weiß, wegen der Blendgranate. Ich bin geflasht. Oder bei der Munition, passt. Ach nö, jetzt haben wir irgendwas umgestellt. Hoppala. Wollen wir schon weiß machen, Einzelfarbe. Okay. Oh. So, passt. Jetzt. Genau, und so sieht das dann nachher aus. Und, ja, jetzt gehen wir mal in die einzelnen Farben.
Ich habe mich da gerade eben schon mal ein bisschen durchgeklickt. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich es her habe. Ja, genau sowas. Hier können wir jetzt nochmal genauere Sachen einstellen. Nämlich hier das Logo. Hier unten. Wie stellen wir das ein? Ich hatte da vorhin schon mal geguckt. Das hier sieht geil aus. Dieses Blau. In der Kamera ist es leider nicht so geil zu erkennen. Aber das sieht echt mega gut aus. So ein richtiges dunkles Blau. Deswegen lassen wir das drin. Und oben habe ich schon mal eingestellt. Grün. Kann man hier auch nochmal sehen. Ging jetzt auch in Rot. Rot sieht es jetzt aber nicht so geil aus. Oder auch Blau. Auch Blau wäre auch geil. Wir machen das auch blau. Das ist aber eher lila. Das ist blau. So. So sieht es jetzt aus. Vorne und hinten blau. Wie gesagt, die liegt richtig geil in der Hand. Richtig gut. DPI habe ich schon eingestellt. Also, ich brauche jetzt schon so ganz schön Bewegung, um hin und her zu kommen. Ich spiele lieber mit einer höheren DPI. Und, ja. Genau. Hier kann man auch die einzelnen Tasten belegen, was man hier haben will. Hier soll zum Beispiel das und das sein und das und das und extrem viel. Einmal spielen, ne? Ja, genau. Hoppala. Okay, richtig cool. Ja, und ich stelle jetzt die ganzen einzelnen Tasten jetzt mal selber noch ein. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Da spiele ich jetzt CSGO und zeige euch mal die ganzen Effekte, wo die so kann. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, was ist das hier? Munition. Kopfschüsse. Kills im Spiel. Mach mal das. So, genau. Also, dann sehen wir uns morgen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Ich mache morgen auch wieder so eine Handcam rein, dass ihr so seht, wie die ganze Maus so blinkt und leuchtet und alles. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Bis dann, haut rein, Philipp von Encast Gaming. Tschö.